Am Wort nun die Familienministerin Sophie Karmasin von der ÖVP. Das Kindergeldkonto war eine schwere und lange, aber gesunde und natürliche Geburt. Und es ist die größte Reform des Kinderbetreuungsgeldes seit 2002, seit der Einführung. Und darauf sind wir schon einigermaßen stolz, dass wir dieses Projekt jetzt in die Umsetzung bringen mit 1. März 2017. Was ist neu? Die vier Pauschalvarianten werden umgewandelt in ein Konto. Und das ist einigermaßen revolutionär, weil bis dato vier Varianten unterschiedliche Gesamtbeträge erwirtschaftet haben und damit ja auch unterschiedliche Varianten auch vom Gesetzgeber unterschiedlich bewertet und unterstützt wurden. Jetzt gibt es einen Betrag, nämlich 15.449 Euro für jedes Kind in einem Korridor zwischen 12 und 35 Monaten, frei wählbar auf Tagesbasis. Das heißt also, wir haben mehr Individualität, mehr Flexibilität, mehr Wahlfreiheit und mehr Bürgernähe damit. Was mir von Anfang an besonders wichtig war, Kollege Bock, war mir immer die Väterbeteiligung und ein partnerschaftliches Familienmodell. Und dafür habe ich seit Anfang meiner Amtsperiode gekämpft und mich dafür eingesetzt. Und das ist gelungen in allen Facetten und in allen Bereichen, die ich mir gewünscht habe. Wir haben den Väteranteil, also den reservierten Vateranteil von 16,7% auf 20% erhöht, der verfallen würde, wenn der zweite Elternteil, auch Vater genannt, nicht nehmen würde. Also das heißt, hier haben wir eine stärkere Bewertung und Unterstützung der Väterbeteiligung. Wir haben zum Zweiten, und das ist mir ein besonderes Herzensanliegen gewesen, den Partnerschaftsbonus in die Umsetzung bringen können. Das heißt also, wenn beide Elternteile annähernd gleich das Kindergeld beziehen, gibt es einen zusätzlichen finanziellen Bonus von 1.000 Euro. Und das ist einigermaßen beachtenswert, weil das ist das erste Gesetz, das das partnerschaftliche Familienmodell im Gesetz festschreibt und finanziell unterstützt und belohnt. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz starkes Bekenntnis der Bundesregierung und selbstverständlich Gesellschaftspolitik und die Anpassung an moderne Familienbilder. Natürlich ist die Familienzeit auch ein ganz zentraler Schwerpunkt dieses neuen Gesetzes. Die Möglichkeit, nach der Geburt gemeinsam mit der Mutter diese Familienzeit bezahlterweise in Anspruch zu nehmen, ist für Österreich etwas ganz Neues und etwas, was die Väterbeteiligung entsprechend erhöhen wird. Und ja, wir haben in den Erläuterungen 3% für den Partnerschaftsbonus festgesetzt, aber es geht hier nicht ausschließlich um den Partnerschaftsbonus, es geht um die Väterbeteiligung, die jetzt bei 16% liegt. Und wenn wir über die Familienzeit den Väteranteil verdoppeln würden auf 25-30%, dann glaube ich, ist das ein Riesenerfolg, der dieses Gesetz ermöglicht. Abgesehen von der Familienzeit haben wir die flexiblere Wechselmöglichkeit, wie ja schon auch von der Kollegin Kitzmüller erläutert, dass wir jetzt aufgrund dieser Vereinfachung auf Tagesbasis und mit einem Betrag die Möglichkeit schaffen, einmal wechseln zu können, was eine Anpassung an Lebensbedingungen, an Betreuungssituationen, auch an Herausforderungen am Arbeitsplatz möglich wird. Die Alleinerzieherinnen wurden schon erwähnt und nur nebenbei erwähnt, also auch Alleinerzieherinnen, da gibt es einen Vater und der Vater kann sich auch entsprechend einbringen, wenn der gemeinsame Haushalt mit dem Vater ermöglicht wird. Und dann kann auch der Väteranteil und letztendlich auch der Partnerschaftsbonus. Es gibt einen Vater zu jedem Kind und der hat eine Verantwortung. Nein, es muss das Kind mit dem Elternteil, der bezieht, gemeldet sein. Ja, und das ist einmal der Vater, einmal die Mutter. Ja, das ist Realität. Und die Väter haben eine Verantwortung, auch wenn die Beziehung auseinandergeht, dem Kind gegenüber Betreuung herzustellen. Ja, zusätzlich ist gelungen, dass die Familienzeit und der Partnerschaftsbonus im einkommensabhängigen Kinderbetreuungsgeld ermöglicht wird. Und ich möchte nur noch eines noch einmal ergänzen. Wenn Familien den Partnerschaftsbonus
umsetzen und entsprechend ihr Leben so anpassen, dann gibt es 16.500 Euro rund für diese Familie, für dieses Kind. Und das ist rund 2.500 mehr als jetzt bei einer Kurzvariante. Also die Steigerung ist schon sehr deutlich. An dieser Stelle möchte ich mich auch bei allen Mitarbeitern im Haus und in meinem Team besonders bedanken, auch bei der Kollegin Gabriele Heinisch-Hossek. Wir haben uns einige Diskussionen geliefert, aber letztendlich, glaube ich, sind wir auf einem sehr guten Endergebnis gelandet. Und das ist wirklich ausgesprochen erfreulich. Jetzt geht es an die Vorbereitungen, sprich an den immer wieder zitierten Online-Rechner, an all die Folder, Internet-Informationsoffensiven. Und seien Sie getrost, wir werden das Konto entsprechend transparent und einfach vermitteln. Eltern, wie schon die Frau Loega gesagt hat, werden nicht ermutigt, das Gesetz zu lesen, sondern werden eine sehr bürgernahe, nahe und einfache Ausfüllmöglichkeit erleben. Danke und auf den nächsten Schritt zum familienfreundlichsten Land Europas. Danke. Vier Pauschalvarianten des Kindergeldes würden nun in einem Betrag auf dem Kinderbetreuungsgeldkonto zusammengefasst, hebt Familienministerin Sophie Karmasin von der ÖVP hervor.